Halte dich an das Thema. Plan. Hallöchen zusammen, heute wird gelabert. Und zwar über das Thema Kinder abgeben können. Ich dachte, ich starte mit diesem Thema passend zu der Kita-Eingewöhnungsreihe, die ich gleich euch mal hier oben verlinken werde. Und ja, fangen wir an. Dieses Video beruht natürlich auf meiner eigenen Meinung und ich freue mich, wenn ihr da mitquatscht mit mir unten in den Kommentaren. Freue mich natürlich über konstruktive Kritik und möchte vorab zu diesem Thema erstmal was sagen. Das Thema Kind abgeben hängt von ganz vielen Faktoren ab, die man beachten muss. Man muss immer den Einzelfall sehen, um zu verstehen, wie leicht oder nicht leicht es einem fällt, sein Kind abzugeben. Hier nenne ich euch ein paar Fakten, die für mich eine große Rolle spielen. Und über meine persönliche Einstellung, wie es bei mir ist, sage ich natürlich auch noch was. Erstens, wie verlief eigentlich die Schwangerschaft? War die problemlos oder nicht? Zweitens, wie verlief die Geburt? War das ein Kaiserschnitt, obwohl man gerne eine normale Geburt hatte? Gab es vielleicht sogar ein Geburtstrauma? Das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, wie man später mit dem Kind, mit dem Thema Abgeben umgeht. Ein weiteres Thema ist das Thema Wunschkind. War es ein Wunschkind? War es geplant oder nicht? Hat man lange gebraucht, um schwanger zu werden? Hat man ewig lang darauf gewartet? So sehr gefreut, auch das ist ein Thema. Eventuell sogar künstliche Befruchtung. Das Thema Gesundheit, ganz wichtig. Gab es während der Schwangerschaft, während der Geburt, nach der Geburt, im Verlauf der Zeit gesundheitliche Probleme mit dem Kind? Kommt auch dazu natürlich. Ob man überhaupt jemanden im näheren Umfeld hat, Oma und Opa, der das Kind nehmen kann, wohnen die Eltern weiter weg, das kommt natürlich auch dazu und ist auch ein ganz großes Thema zum Thema Kind abgeben können. Das Thema Kita, man weiß ja schon vor der Geburt, wann man das Kind abgeben muss sozusagen und ich denke, da kann man sich schon ziemlich gut darauf einstellen, auch sehr gut moralisch. Und das Wichtigste, was ist man eigentlich für ein Typ? Ist man eine Glucke? Ist man eher gechillt? Ist man eine Rabenmutter? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Man weiß nicht, bevor das Kind da ist, weiß man nicht, was man eigentlich für ein Typ ist. Das weiß man nicht. Ja, man weiß es einfach nicht. Und wie sieht die Außenwelt das eigentlich? Eure Bekannte, Freunde, Eltern, ist man vielleicht sogar eine Rabenmutter, wenn man sein Kind abgibt, gut abgeben kann? Wie sehen eure Leute das? Und ein Thema noch, die persönliche Einstellung und wie sich das auf das Kind auswirkt. Ich finde, man sollte nie urteilen über andere Mütter als Mutter. Dieses Recht gibt einem keinem. Es ist ganz schlimm, wenn man verurteilt wird für Entscheidungen, die man trifft oder vielleicht auch in Bezug auf dieses Thema nicht trifft. Sicher gehen hier die Meinungen auseinander, weil jeder eine andere Meinung hat, aber es sollte auf jeden Fall jede Meinung akzeptiert werden. Deshalb meine Message an die Muttis da draußen, leben und leben lassen, mischt euch bitte nicht ein. Und wenn, dann nur, wenn ihr gefragt werdet. Dann sprecht von euren eigenen Erfahrungen und zwingt eure Erfahrungen anderen nicht auf. Man soll eigene Erfahrungen machen und nicht andere Erfahrungen zu seinen eigenen machen. Jetzt interessiert euch sicherlich auch meine Meinung darüber und da beginne ich mal bei den Themen, die ich am Anfang genannt habe. Erstens, meine Schwangerschaft lief völlig problemlos. Auch meine Geburt verlief problemlos. Ich bin auch echt am Überlegen, ob ich nicht einen Geburtsbericht mache, weil Geburten können auch schön sein und sie können auch, weniger anstrengend ist natürlich falsch gesagt, aber sagen wir es so, es gibt auch schnelle Geburten. Ja, es war ein Wunschkind, allerdings völlig unverkrampft und wir haben alles auf uns zukommen lassen, ohne Stress und Hektik. Ich hatte während der Schwangerschaft, während der Geburt und auch danach keine gesundheitlichen Einschränkungen beziehungsweise mein Kind hatte keine gesundheitlichen Einschränkungen. Das Einzige, was ich mal hatte, war ein Nierenstau, aber da ging es dem Kind prächtig, deswegen zählt das hier für mich nicht dazu. Und ich habe das Glück, dass ich alle Menschen, die ich liebe, wirklich um mich habe und von Glück reden kann, dass unsere beiden Eltern hier sind und den Kleinen auch immer wahnsinnig gerne nehmen.
Eine große Voraussetzung, wie ich finde, natürlich für dieses Thema. Und ja, auch ich wusste nicht, was für ein Typ bin ich vor der Geburt. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass ich eine Glucke werde. Ich habe natürlich von meinen Freundinnen, Freunden, Familie, wie auch immer, zu sagen gehört, wie ich denn bin und wie ich denn zu meinem Kind sein werde, weil ich bin ja mal bei meinem Hund auch so und so. Allerdings konnte ich mich von diesen Aussagen recht schnell lösen und muss heute sagen, Gott sei Dank, wirklich bin ich jemand, der keine Probleme hat, sein Kind abzugeben. Meine persönliche Einstellung zu dem Thema ist, und da muss ich etwas vorweggreifen, das Kind, und das sage ich auch immer mal wieder während den Muttis, auch wirklich nur, wenn ich gefragt werde, also alle Mamis, die mich kennen oder alle werdenden Mütter, die ihr schwanger seid und wir uns unterhalten, ich hoffe, ihr könnt das bestätigen. Ich versuche immer nur von dem zu sprechen, wie ich auch die Erfahrung gemacht habe und sage auch immer echt jedem, jeder muss seine eigene Meinung sich bilden und seine eigene Erfahrung machen. Und ich bin aber auch immer noch der Meinung, und es klingt vielleicht etwas hart, aber das Kind kam in unser Leben und nicht wir in seins. Aber es ist wichtig, auch Zeit für sich zu haben. Und ich finde, wenn man sich verstellt oder nicht mehr authentisch ist und auch nicht mehr als Mama, also sprich, wenn man Mama wird, ist man ja nicht plötzlich als Superwoman geboren und man ist ja immer noch so, wie man davor war, nur ist man halt jetzt auch Mama und man ist nicht nur Mama und die Zeit braucht man auch für sich und es ist völlig okay, auch sein Kind abzugeben. Und ich finde, je zufriedener man mit sich selber ist, umso mehr strahlt man das eben auch auf das Kind aus. Und ich glaube, dass die persönliche Einstellung und wenn man für sich mal festgelegt hat, wie man ist, da auch eine gute Grundlage dem Kind mitgibt und einfach Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlt und in der Hoffnung dann sein kann, dass das Kind auch zufrieden und ausgeglichen ist. Sicherlich nicht zu übertragen auf jedes, aber ich glaube, dass das schon etwas ausmacht. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr mal einen scheiß Tag habt, dann ist oft das Kind auch nicht cool drauf. Also ich muss da echt von mir sprechen, wenn ich einen beschissenen Tag hatte, war der Kleine teilweise auch unausstehlich und am nächsten Tag lief es wieder gut, weil ich ausgeglichener war und weil ich besser drauf war. Ich denke, das könnt ihr bestätigen. Schreibt mir das bitte, lasst mich das wissen. Wie sind da eure Erfahrungen? Wir haben uns auch immer gesagt, dass unser eigenes Wohl nicht über das des Kindes gestellt wird, und zwar in folgender Hinsicht. Nur weil ich es vielleicht nicht ertragen kann, was zum Glück nicht so ist, dass mein Kind sich auch bei anderen Menschen wohlfühlt. Das heißt, wenn wir auf Feiern sind, war er dort zufrieden, auch bei anderen. Auch bei anderen ist er eingeschlafen. Warum auch nicht? Ich war immer froh darüber, weil für mich immer schwierig war oder ich immer den Gedanken hatte, was ist, wenn mit mir was ist, dann ist es für ihn mega wichtig, dass er absolute Bezugspersonen hat, wo er sich wohlfühlt. Ich habe auch schon immer sehr früh gesagt, beziehungsweise mein Mann und ich natürlich, dass die Eltern den Kleinen noch mal 2 Stunden nehmen sollen, sei es, wenn ich meinen Haushalt mache oder wir einfach nur mal essen gehen wollten. Und warum nicht? Ich finde auch, man wird in vielen Situationen dem Kind einfach nicht gerecht und es landet doch mal schnell auf dem Abstellgleis. Was ich nicht schlimm finde, weil da sind wir natürlich wieder beim Thema, Kinder müssen sich auch alleine beschäftigen, ja. Aber wer ein Haus hat und wer viel drumherum Arbeit hat, der weiß, dass das sich doch auch mal ein Stündchen hinziehen kann. Und da war ich immer froh, wenn jemand den Kleinen genommen hat und sich mit ihm beschäftigt hat, einfach weil ich ihm nicht mehr gerecht geworden bin. Und wieso soll er dann nicht wohin gehen, wo er Spaß hat und sich wohlfühlt? Und damit meinte ich, dass ich mein Wohl nicht über das des Kindes stelle, weil wieso sollte ich jemandem die Betreuung meines Kindes nicht genauso zutrauen, wie ich das selber tue? Bin ich, wie schon vorhin gesagt, Superwoman? Nein, natürlich. Die Omas können das genauso gut, die wissen genauso gut, was gut ist für den Kleinen. Und ich gebe ja auch Tipps mit, hey, wenn er so und so drauf ist, dann braucht er das und das. Und das bin ich mir sicher, können alle bestätigen. Deswegen, Eifersucht ist da für mich absolut an der falschen Stelle. Und nur weil ich diese Einstellung habe und diese Ansicht, heißt das nicht, dass ich eine Rabenmutter bin. Natürlich liebe ich mein Kind abgrundtief und ich bin schlicht und ergreifend trotz allem
einfach seine Mama. Also das steht natürlich überhaupt gar nicht zur Frage. Und bitte, ich möchte da niemandem zu nahe treten. Das ist einfach nur meine Meinung, meine persönliche Einstellung. Es kann sein, wenn ich ein zweites Kind irgendwann mal bekomme, dass sich das ändert. Momentan ist meine Meinung dazu einfach so und ich hoffe, ihr akzeptiert die auch, genauso wie ich die anderen Meinungen akzeptiere. Und es wäre cool, wenn ihr ein bisschen kommentiert und mir eure Meinung dazu sagt, weil ich das immer ganz, ganz interessant finde und es auch immer wahnsinnig informativ finde, mich mit anderen Müttern auszutauschen, auch über dieses Thema. Einfach offen und ehrlich zu sein, ohne immer die Übermutti rauszuhängen, die so allwissend ist, denn hey, das sind wir nicht. Jeder ist anders und jeder ist eigen und deswegen zu dem Thema gibt es, glaube ich, einen Haufen zu sagen. Und mein Fazit zum Ende ist noch, ich traue meinem Kind auch wirklich was zu und ich vertraue auch meinem Kind. Und dieses Thema Kita, ich wusste ja genau, wann er hin muss. Also ich wusste genau den Monat und ich habe mich da auch ein bisschen drauf vorbereitet und ich habe immer gesagt, ich vertraue ihm und auch schon so klein und er vertraut mir und das ist für mich einfach die Basis. Vertrauen ist für mich die Basis und dann funktioniert das auch. Und das war's schon zu diesem Video, zu dem Laber-Frau-Labert-Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, auch wenn ihr die stillen Mitgucker seid, dass ich weiß, dass ich solche Themen öfters machen kann. Ich möchte natürlich nicht nur über das Thema Kind sprechen. Das soll kein ausschließliches Kinderthema-Kanal-Gedöns werden. Nein, es soll andere Themen geben. Und dann sage ich schon mal Tschüss und bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.